My son, you know, got ready to go to work. He took a shower, he brushed his teeth. Mein Sohn machte sich für die Arbeit fertig. Er duschte und putzte sich die Zähne. Auf dem Weg zur Arbeit, die nicht allzu weit von hier entfernt ist, fing er an, einen Juckreiz zu verspüren. Und seine Augen juckten, sein Körper juckte und er bekam einen Ausschlag. Schließlich entwickelte sich ein Gefühl, als stünde seine Haut in Flammen und seine Augen begannen zu brennen. Innerhalb von Sekunden begannen sie anzuschwellen. Sie schwollen so stark an, dass man kaum noch seine Augäpfel sehen konnte. Man brachte ihn zu einem Vorgesetzten, weil er sich Sorgen machte. Sein Hals begann sich zuzuschnüren. Das Atmen fiel ihm schwer. Er rief mich verängstigt an und ich spürte die Angst. Als ich zum Krankenwagen kam und ihn auf der Bahre sah, war sein Gesicht völlig geschwollen. Ihm kamen die Tränen aus den Augen, fast so, als würden sie herausgepresst werden. Alles war geschwollen. Sein ganzer Körper war mit einem Ausschlag übersät, der aussah, als hätte er einen Sonnenbrand gehabt. Er war ganz rot. Und als ich im Gesicht der Sanitäter sah, wie besorgt sie waren, wurde mir das Herz schwer, weil ich wusste, dass es wirklich ernst war. Es macht mich immer noch emotional, wenn ich daran zurückdenke. Ich hatte schreckliche Angst und ich musste Ruhe bewahren. Und dies nach einer Dusche? Vom Duschen und Zähneputzen. My reaction was very similar symptoms too, where I had. Ich reagierte mit sehr ähnlichen Symptomen. Ich bekam einen Ausschlag und ein wirklich starkes Hautbrennen. Es fühlte sich buchstäblich so an, als würde meine Haut in Flammen stehen. Zudem Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Müdigkeit. Headache, Fatigue. Sie hatten also ausreichende Beschwerden für die Notaufnahme? Oh ja, die hatte ich. Und das innerhalb weniger Stunden nach Jadens Reaktion auf das Wasser. Das war der gemeinsame Nenner, dass ich und Jaden innerhalb dieser wenigen Stunden das Wasser zum Duschen benutzt haben. Ich wollte abklären, ob es sich um eine Allergie handelt oder nicht. Also gingen wir zum Allergologen, der feststellte, dass es keine allergische Reaktion war. Es war eine toxische Reaktion. Eine Bewohnerin, eine alleinerziehende Mutter mit einer gesunden Tochter, ein Teenager, eine Sportlerin, keine gesundheitlichen Probleme. Jetzt kann sie kaum noch gehen, so starke Schmerzen hat sie. In der Notaufnahme erklärte man ihr, dass es sich um eine Erdölvergiftung handelt. The doctor there actually told them you have been poisoned by petroleum products. One of the residents had posted the. Einer der Anwohner veröffentlichte die Hotline-Nummer des Notfallzentrums der Marine. Als ich dort anrief, wurde mir mitgeteilt, dass wir nicht Teil des Wasserleitungssystems der Marine sind. Wirklich? Ja, außerdem hätte niemand sonst aus der Gegend Meldung erstattet. Das stimmt nicht, denn Xavier hat auch angerufen. Das sagte ich ihm auch. Es ist belegt, dass wir Teil des Wasserleitungssystems sind. Er besaß die Dreistigkeit, mich mit meinem Anliegen an die Facebook-Seite der Basis Hawaii Hickam zu verweisen. Jedem Anrufer wird gesagt, man sei der einzige Anrufer. Daher kann es kein Problem geben. Wenn man der Einzige ist, muss es sich um etwas anderes handeln. Ja, eine allergische Reaktion. Es liegt an dir, du bildest dir Dinge ein. Du seist verrückt. Sie sehen andere Menschen in den Stützpunkten, die betroffen sind, und denken, auch du bist betroffen. So, you're not in, none of you are in the military. Keiner von ihnen ist also beim Militär. Keiner von ihnen ist Angehöriger einer Militärfamilie. Das Militär verteilte eine Karte an die Soldaten und sagte, wenn ihr in der Gegend von Iroquois Point wohnt, meldet euch, denn ihr habt Anspruch auf Wohnungshilfe. Ihr werdet in Waikiki untergebracht. Da sie in derselben Gegend wohnen, bin ich mir sicher, dass man ihnen dasselbe angeboten hat, oder? And so, since you live in literally the same neighborhood, I'm sure that they have offered that same thing to you, right? Nein, nein, nein. Was hat ihnen das Militär angeboten? Die Marine? Jemand im Verteidigungsministerium? Was wurde Ihnen angeboten? Überhaupt gar nichts. Und das, obwohl Sie ein Veteran sind? Ja, genau das wurde mir auch gesagt. Sie meinten, dass ich eben nur ein Veteran sei. Sie würden nur aktives Militärpersonal unterstützen. Betonen wir nur ein Veteran. Nur ein Veteran. Das habe ich auch gesagt. Ins Gesicht. Ich bin nur ein Veteran. Ich bin mit 17 Jahren beigetreten, um meinem Land zu dienen. Und ich erhalte hier keine Hilfe. Wie schwierig ist das Leben hier im Moment? Oh Gott, überaus schwierig. Ich muss zum Beispiel meine Verlobte und meinen Sohn zu einem Familienmitglied in Mililani bringen, nur damit wir baden, unsere Zähne putzen und unsere Kleidung waschen können. Das machen wir alle 2 Tage. Ich würde es gerne jeden Tag machen, aber es kostet zu viel Benzin. Wie weit ist das?
Ungefähr 30 Minuten Fahrzeit. Ja. Nur, damit ihr Zweijähriger und sie selbst baden können? Ja. Und zum Zähneputzen muss Wasser aus Flaschen verwendet werden. Zum Händewaschen wird auch Wasser aus Flaschen benötigt. Warum suchen Sie kein Hotel? Das kann ich mir nicht leisten. Da die Hausverwaltung weiß, dass Sie unsauberes Wasser haben, gewährt sie Ihnen natürlich eine Ausnahmeregelung. Nein, Sie gestehen das nicht ein. Sie erkennen es nicht an. Sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Aber der Arzt sagte ihrer Freundin, ihrer Nachbarin, dass ihre Tochter an einer Vergiftung leidet. Und ihrem Sohn wurde gesagt, dass er keine allergische Reaktion hatte. Er hatte eine toxische Reaktion, ein Symptom der Erdölchemikalien. Vollkommen. Das Militär erklärte, dass die in dieser Gegend lebenden Soldaten das Gebiet verlassen müssen. Es ist also eindeutig kontaminiert. Aber dennoch behaupten sie weiterhin, dass hier nichts verseucht wäre und unternehmen nichts, um ihnen zu helfen. Zudem wurde gesagt, wenn das Wasser nicht nach Benzin riecht, kann man bedenkenlos duschen. Das hat Ihnen die Verwaltungsgesellschaft gesagt? Aus vertrauenswürdigen Quellen der Marine. Was würden Sie gerne erleben? Dass alles in Ordnung gebracht wird, korrigiert, entschädigt. Die Gemeinde ist dadurch belastet worden. Wir müssen immer weiter rausfahren, um zu duschen, um Wasserkanister zu kaufen, um all diese Dinge zu erledigen. Sie zahlen für ihre eigenen Hotelzimmer. Diese müssen bezahlt werden. Auch die Besuche in der Notaufnahme kosten Geld. Manche Leute haben nicht mal eine Versicherung. Ich habe gerade einige Arztrechnungen erhalten, weil ich zweimal behandelt wurde. Und Sie wissen nicht, wie lange das noch dauern wird. Uns wurde nichts gesagt. Wie plant man für so etwas? Unmöglich. Ich meine, wie kann man so etwas planen? Niemand rechnet mit einer Kontamination. Besonders, wenn man es sich finanziell nicht leisten kann, so lange in einem Hotel zu wohnen oder ein Airbnb zu mieten. Ich meine, was sollen wir denn tun? Wie sollen wir unsere Familie schützen, wenn wir keine Hilfe bekommen? Wir sind praktisch gezwungen, in unserem Haus zu bleiben, das für unsere Familie nicht mehr sicher ist. Deshalb sollte jeder die Stimme erheben. Alle sollten eine genauere Untersuchung der Angelegenheit fordern. Und dass die Marine die Situation behebt und Red Hill stilllegt. Die Anlage ist 80 Jahre alt und sie wollen sie weiter nutzen. Sie wollen gegen die Schließung der anderen Quellen vorgehen. Warum nur? Warum? Sie vergiften uns. You're poisoning us. Dies sind die Bausteine, die unsere Organisation ausmachen und die Ziele, die wir erreichen wollen. Um unseren Journalismus bis 2022 fortzusetzen und diese grundlegenden Werte zu verwirklichen, benötigen wir 1.000 Unterstützer in unserer Crowdfunding-Kampagne, die monatlich nur 5 Euro oder Dollar über einen Dauerauftrag spenden. Im Moment haben wir nur 200 Unterstützer und sind nicht in der Lage, den nächsten Schritt zu machen. Unsere Zukunft liegt in Ihren Händen. Stärken Sie den unabhängigen Journalismus und werden Sie Teil eines sinnvollen Wandels.